Im Hause Beckham soll der Haussegen schief hängen, seitdem Brooklyn Peltz Beckham seine Frau Nicola Peltz Beckham ehelichte und diese auf der Hochzeit kein Kleid von Victoria Beckham trug. Jetzt äußert sich die Designerin erstmals zur angeblichen Fehde mit ihrer Schwiegertochter. Es ist wie gefundenes Fressen für die Presse. Auf der Hochzeit von Brooklyn Beckham, 23, und Nicola Peltz Beckham, 27. Trug die Braut kein Kleid von Modedesignerin und Schwiegermutter Victoria Beckham, 48. Das kann nur eins bedeuten. Streit. Nicola Peltz Beckham, Streit mit Schwiegermutter Victoria Beckham. Über Nicolas Kleiderwahl soll die Frau von David Beckham, 47, enttäuscht und wütend gewesen sein. Aber stimmt das alles wirklich? Sohnemann und Bräutigam Brooklyn äußerte sich bereits zu dem angeblichen Familienzoff und dementierte jegliche Behauptungen. Innerhalb der Familie sei man sich nicht grün. Und Ehefrau Nicola erklärte zuletzt Anfang November 2022 im Interview mit der Times offenbar sehr aufgewühlt. Das ist keine Fehde. Ich sehe überall dieses Wort. Fehde, Fehde, Fehde. Und betonte, keine Familie ist perfekt. Nach einer Bilderbuchfamilie klingt das aber auch nicht, oder? Victoria Beckham äußert sich zum Streit. Wer sich bisher lieber bedeckt gehalten hat, war Victoria Beckham selbst. Doch nun brach sie in einem Podcast ihr Schweigen. Sie war bei Armchair Expert zu Gast, ein wöchentlicher Podcast, der von den amerikanischen Schauspielern Dax Shepard, 47, und Monica Padman, 35, moderiert wird. Auf die Frage, ob sie ihren Kindern Brooklyn, Romeo, 20, Cruz, 17, und Harper, 11, Ratschläge gebe, antwortete sie. Wir stehen unseren Kindern so nahe. Ich denke, es geht um Kommunikation. Letzten Endes müssen die Kinder tun, was sie für richtig halten. Miteinander reden sei das Wichtigste, doch auch Fehler gehören nun mal dazu. Man gibt als Eltern einfach sein Bestes und unterstützt seine Kinder. Man will, dass sie glückliche, hart arbeitende, gute, nette Menschen sind. Aber letzten Endes müssen die Kinder tun, was sie für richtig halten. Man muss nur da sein, um sie zu unterstützen und zu lieben. Klingt ganz so, als würden Victoria und David Beckham nicht jede Entscheidung ihrer Kinder billigen. Aber die Modemacherin wolle ihren Ältesten trotzdem unterstützen, wenn es um die Ehe mit Nicola Peltz Beckham geht.